Immer wenn meine Kolumne in der Pädagogik erscheint, mache ich ein kleines Video dazu und erzähle, was mich zu dem Text bewegt hat und was da drin steht als Zusammenfassung. Ansonsten empfehle ich, die Kolumne zu lesen. Pädagogik lesen lohnt sich sowieso immer. Und in dieser Kolumne vielleicht umso mehr, weil ein Herzensthema von mir da drin ist. Der Titel ist: Eine Kultur des Teilens braucht auch ein Handwerk des Teilens. Das ist was, was mich jetzt so ein bisschen länger beschäftigt. Und ich war sehr froh, dass ich das mal auf einer Seite zusammengedrängt aufschreiben musste. Also die Grundidee ist, dass man in den letzten Jahren in pädagogischen Filterbubbles ja immer häufiger von dieser Kultur des Teilens hört, bis hin zu offiziellen Papieren jetzt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung oder von der KMK, dazu gleich nochmal mehr, wo auch diese Kultur des Teilens propagiert wird. Und das ist erstmal gut nachvollziehbar. Erstens hört sich sowieso freundlich an und zweitens haben wir mit dem digitalen Wandel ja tatsächlich sehr, sehr viel, viel bessere Voraussetzungen für das Teilen, also für das Zusammenarbeiten und das arbeitsteilige Arbeiten, weil das mit dem Teilen im Digitalen ja viel, viel besser funktioniert. Wenn ich einen analogen Kuchen teile, habe ich vielleicht mehr Freude und mehr Freunde, aber weniger Kuchen. Während wenn ich digitale Materialien teile, wenn ich Konzepte, Ideen teile etc., ich tendenziell überhaupt nicht weniger davon habe, sondern eher noch mehr, weil ich davon profitiere, dass andere auch was teilen, dass Rückmeldungen zu meinen Sachen kommen und so weiter. Das alles setze ich mal als bekannt voraus. In meinem Artikel behaupte ich dann, dass das mit der Kultur des Teilens aber problematisch ist, weil dieser Kulturbegriff nicht so leicht zu operationalisieren ist. Also man kann nicht sagen, so schnipp, jetzt schalten wir mal die Kultur des Teilens ein oder wir ordnen das jetzt an. Ihr müsst jetzt alle eine Kultur des Teilens pflegen oder so. So eine Kultur des Teilens muss man irgendwie, weiß ich nicht, erfahren und erproben und erleben. Und das ist aber auch aus meiner Sicht kein Selbstgänger, sondern es braucht zu einer Kultur des Teilens auch sowas wie ein Handwerk des Teilens. Quasi ein How-to, ein professionelles Know-how, wie Teilen im Sinne von Zusammenarbeit und Zusammenarbeiten funktioniert und gut gemacht sein kann. Und das ist für mich auch so der Unterschied. Also Kultur des Teilens ist sowas wie gut gemeint und Handwerk des Teilens ist sowas wie gut gemacht. Und beides braucht es zusammen und ineinandergreifend und beides bedingt sich auch gegenseitig. Und das Ganze habe ich als Überlegung in den letzten Jahren entwickelt, habe ein Buch dazu geschrieben, das ist nie fertig geworden, vielleicht wird es irgendwann nochmal fertig, was überhaupt nicht auf den Bereich Schule ausgerichtet ist, sondern auf meine Erfahrung im Bereich von Unternehmen basiert und so eine Art Ratgeber, also klassisch würde man vielleicht sagen, sowas wie ein Management-Ratgeber für Zusammenarbeit. Dass das jetzt nicht fertig geworden ist und stattdessen plötzlich Leute in Schulen sich für das Thema interessieren, ist nochmal eine andere Geschichte. Jetzt nochmal zu diesem Ratgeber. Als ich das geschrieben habe, war ich am Anfang erstmal irritiert, dass es das so noch nicht gab. Und dann habe ich mal so ein bisschen die größeren Ratgeber zu How to, weiß nicht, produktives Arbeiten oder kreatives Arbeiten oder sowas gelesen. Und das Interessante ist, dass die alle Zusammenarbeit eher als Ausnahmefall von der Regel alleine arbeiten sehen und tatsächlich häufig sogar eher als Störfall, also sowas wie Getting Things Done oder ähnliche Ratgeber, fokussieren vollkommen auf das, wenn ich produktiv sein will, muss ich alleine arbeiten und muss mich sozusagen freimachen oder irgendwie abtrennen, die Zusammenarbeit so als Schnittstelle nach außen. Und das, was ich in meinen Überlegungen hatte, war dann sozusagen das einmal umzukehren und zu sagen, wir fokussieren einmal auf die Zusammenarbeit als das, was wir gestalten und nutzen wollen. Und das heißt nicht, dass alles in Zusammenarbeit stattfinden muss, sondern dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie man Zusammenarbeit organisiert. Soweit zum Exkurs dafür, wie ich das Thema für mich entwickelt habe. Jetzt ist es für den Bereich Schule nochmal interessant geworden, weil wir in den letzten Jahren da auch, ich würde fast sagen, für Schulverhältnisse Revolution erlebt haben. Und zwar bei der Kultusministerkonferenz. Die haben auch anlässlich des digitalen Wandels ja 2016 schon ein Papier veröffentlicht, in dem, da hieß es Bildung in der digitalen Welt und da wurden verschiedene Kompetenzbereiche für diese digitale Welt beschrieben, unter anderem Kompetenzbereich 2, kommunizieren und kooperieren, als Kompetenz wohlgemerkt für SchülerInnen. Und dann hat man 2021 im Dezember ein Papier nachgelegt, das heißt Lernen und Lehren in der digitalen Welt und da guckt man auch auf die LehrerInnen und alle, die in Schule arbeiten und Schule als Feld professioneller Entwicklung. Und da ist dann tatsächlich für die Lehrkräfte und für die Schulentwicklung von 15 Mal von Zusammenarbeit und 14 Mal von Kollaboration die Rede.
und es wird explizit genannt, dass Kultur des Teilens Teil der pädagogischen Professionalität sei. Dieses Papier ist nicht nur an der Stelle, sondern auch an anderen Stellen, finde ich, tatsächlich ironiefrei, revolutionär und vollkommen unterwahrgenommen als Papier. Es lohnt sich sehr, dieses Papier zu lesen. Nichtsdestotrotz wird dadurch eher noch mehr deutlich, wie sehr Zusammenarbeit in Schule eine eher Ausnahme ist und dass Zusammenarbeit in Schule nicht gefördert durch das System, sondern eher tatsächlich gegen das System oder in den Systemritzen oder sowas stattfindet. Das kann man schon sehr schön, finde ich, beobachten, wenn man sich einfach anschaut, an welchen Orten und zu welchen Zeiten ganz genau findet denn Zusammenarbeit statt. Und letzte Woche hatte ich einen Workshop im Schwarzwald, da haben wir so ein bisschen ausgearbeitet, dass Zusammenarbeit in 5-Minuten-Taktungen stattfindet in Schulen. Und tatsächlich, wenn man so aneinander vorbeiläuft oder so. Und das ist relativ schwierig, daraus gute Bedingungen für Zusammenarbeit abzuleiten. Das wird in den nächsten Jahren nicht besser werden. Nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen ist das Thema umso dringender, weil wir in Schulen aufgrund des Lehrkräftemangels tatsächlich ja ganz große Herausforderungen haben, weil es ja sowas wie einen, im Artikel habe ich es eine grassierende Allergie gegen Unterrichtsausfall genannt. Also, dass auf keinen Fall Unterricht ausfallen darf und alles andere wird hinten angestellt. Das ist natürlich sehr schlecht für Zusammenarbeit, für welche man Zeit und Raum braucht, Ressourcen braucht. Und ich würde trotzdem damit enden wollen, dass das ein Plädoyer ist, dass man unbedingt Zusammenarbeit als Investition sehen muss, beziehungsweise in dieses Handwerk des Teilens investieren muss, weil Zusammenarbeit eben auch ein Schlüssel ist, mit diesem Mangel im System Schule, Lehrkräftemangel, Zeitmangel, Raummangel etc. weniger schlecht umzugehen. Insofern großes Plädoyer, Kultur des Teilens, sehr wichtig, Handwerk des Teilens, genauso wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn wir weiter gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das gestalten können. Soweit, bis bald.